So, da sehen wir die Mannschaft des Tages. Da ist Kai drin. Und da ist Randzo drin. Randzo, keine Ahnung, wie man es genau ausspricht. Ja. Hammerkrasse Geschichte. 2,82 haben wir als Note gekriegt für die Mannschaft. Wir hatten 7 Chancen, haben 4 Tore gemacht. Das ist mal eine gute Chancenverwertung. Wenn man sieht, dass die anderen 10 Chancen hatten, wobei die hier, guckt euch die mal an, Felbert, 5 Chancen, 4 Tore. Also bitte, ne? Und unsere Passgenauigkeit ist die schlechteste der Liga. Ah, nee, stimmt nicht ganz. Einer ist noch schlechter. Da müssen wir dran arbeiten. Ja, wir haben 82 Pässe gespielt. Ach so, ja gut, das ist 3D-Spiel. Da werden die Pässe anders gezählt. Wahrscheinlich hätten wir auch 300 gemacht und hätten eine andere Quote, wenn es kein 3D-Spiel wäre. Ballbesitz war 50-50. Jeder hatte eine Ecke gehabt. Kann ich mich gar nicht daran erinnern. War aber wohl so. Die hatten 11 Chancen und haben kein Tor gemacht. Wir hatten 7 Chancen, haben 4 gemacht. Also bitte kritisiere nochmal einer meiner Mannschaft hier. Ach, Mist. Er ist nicht der Einzige, sonst wäre er auch noch hier in der Torschützentabelle der Erste. Er hat sich's verdient. Das ist der Starspieler des Tages. Aber was ich interessant finde, jetzt guckt es euch mal an, ihr Marktwert. Kann eigentlich nur mit dem Alter zusammenhängen, aber wir sind viel gelaufen. Also, das ist eine Strecke. Boah, im Fußballmanager machen das Bundesligisten manchmal nicht. Also ich habe Bundesligamannschaften, die nur 3.300 Meter rennen. Gut, Reus beim BVB, der rennt doch mal 4.000, aber das ist ja auch ein anderer Spielertyp. So, was ist denn hier? Plaschikowski traurig über Abschied. Wieso traurig über Abschied? Was ist mit dem? Der geht nach Inter Mailand. Alter, das darf nicht wahr sein. Für 8 Millionen geht er nach Inter Mailand. Kann doch nicht sein hier. Was haben wir hier unten? Ziele unterschreibt bei Schalke. Also, was geht denn in der Liga ab? Ey? Gibst du dem mal ein bisschen Transferbudget? Spielen sie alle verrückt. Ah, Boxkampf. Das ist immer so eine Entscheidung. Kann Geld bringen, kann Miese bringen. So, der hat eine Innenbanddehnung und fällt 3 Tage aus. Das ist ärgerlich, aber bis zum nächsten Ligaspiel wird er wieder da sein. Da haben wir noch den Göke, der fällt 1 Tag aus. Mannschaft der Woche, ja, die müssen wir natürlich loben hier. Spielergespräch. Was sagen wir zu dem? Großes Lob kann bös nach hinten losgehen. Ja, das ist gut, der bleibt auf dem Boden. Es gibt Spieler, die ticken da aus, ja. Das ist jetzt kein Witz. Die sagen dann, boah, ich habe meinen Durchbruch geschafft, jetzt wird mich jeder Gegner fürchten. Und dann danach machen sie noch Vierer- und Fünfer-Noten in den nächsten 3, 4 Spielen. So, der Promoter, dessen der Region heimischen Boxweltmeisters, möchte den nächsten Weltmeisterschaftskampf in ihrem Stadion austragen lassen. Sind Sie damit einverstanden? Wenn ich das jetzt mache, kann es sein, dass wir 40.000 plus machen. Es kann auch sein, dass wir 20.000 oder 30.000 Miese machen. Ich riskiere es trotzdem. Ja, wir haben 25.000 Miese gemacht. Super. Als hätte es uns nicht schon eh an Geld gemangelt. Und da sind wir jetzt im dritten Budget auch noch in den Miesen. Super. Jannik Göke ist wieder fit. Schön. Jetzt haben wir 3 Budgets, die in den Miesen sind. Ich hätte es nicht machen sollen. Ich hätte sagen sollen, nee, lass. Mir ist ja das Risiko bewusst gewesen. Deshalb hätte ich sagen sollen, nee, komm, lass. Jetzt haben wir 20.400 und sonstiges in Miesen. Infrastruktur sind wir 132.000 in Miesen. Apropos Infrastruktur, das war ja ein Heimspiel. Haben wir Einnahmen gehabt? Gemeckert hat wohl keiner. Uah! Alter, haben wir auch noch miese gemacht wegen den Kacktoiletten und wegen dem Nahverkehr. Ja, also wie wir die Saison überleben sollen, das ist, boah. Sollen wir die Toiletten streichen? Sollen Gästeblock pinkeln? Die stört das nicht. Was stinkt mehr als der Gästeblock? Ja, da. Das ist immer doch mal. Also, ne?
Im Gästeblock kannst du auch Scheiße an die Wand streichen. Wen juckt das? So, wir haben auch nur 775 Euro. Wir können den Verein halt mal finanziell unter die Arme greifen. Das ist makaber, aber dieser Kack-Box-Weltmeister, kann er dann nicht mal die Reparatur vom Rasen bezahlen, wenn er aus der Region stammt? Was ist das für ein Arschloch? Entschuldigung. Ja, lässt bei uns im Stadion boxen und bezahlt nicht mal die Reparatur vom Stadionrasen. So, Douglas, den kennen wir noch aus anderen Let's Plays von mir. Den hatten wir, glaube ich, mal bei, wo hatten wir den gekauft? Hatten wir den mit Grasshoppers Zürich gekauft und mit nach Malaga genommen? Oder hatten wir den mit Malaga gekauft? Oder hatten wir den mit allen Vereinen nur beobachtet und wollten ihn kaufen? Also der wechselt auf jeden Fall jetzt nach Stuttgart. Top-Transfer von FC Twente zu Stuttgart. Nee, ist gar nicht der Top-Transfer. Stefan Lichtsteiner, das ist der Top-Transfer. Ja, der ist noch nicht gescoutet, deshalb hat er die höchste Stärke, aber Juventus Turin nach Manchester United für 11 Millionen, das ist definitiv, ist das, nee, so sogar hier oben. Wechsel einer für 14,5 Millionen. Zu Chelsea, das ist noch ein besserer Top-Deal. Also ihr seht schon, ich muss da nach Ablösesumme sortieren, sonst Chaos. Großes, großes Chaos. So, da haben wir wieder Montag und Montag bedeutet für uns immer, dass wir uns wieder um ganz, ganz viele Sachen kümmern müssen. Das nächste Spiel, was wir dann haben, ist gegen Duisburg. Das ist auswärts. Da haben wir zumindest mal keine Stadionkosten, die wir zahlen müssen. Das ist ja schon mal ein kleiner Erfolg. Der wird bis dahin wieder fit sein, also können wir die Aufstellung einfach so lassen. Hat sich in der Jugendmannschaft was getan? Irgendeiner ist schwanger geworden und hat Kinder gekriegt, die jetzt als Zehner-Talent hier bei uns in der A-Jugend rumhängen? Nee, schade. So, Trainingsplan hatten wir automatisiert, der steht. Wieso hatten wir eigentlich Fitnessexperten? Den hatten wir nicht angeheuert, konnten wir uns nicht leisten. Ne? Jetzt können wir uns garantiert nicht mehr leisten. Wir hatten ja einen Boxweltmeister bei uns in der Arena. Wieso drücke ich Idiot darauf? Ja, komm, lass ihn bei uns boxen. So, da haben wir ein paar Spieler kennengelernt. Ja, das ist super Stürmer. Vom Alter her und so, ne, und von der Größe her, das ist ein guter Stürmer. Aber 66er Torriecher und kriegt den Ball nicht rein. Unser mit 59 macht drei Tore. Verstehen muss man das nicht. So, Jugendscouting ist das, was uns eigentlich interessiert. Da können wir immer noch einen Bolzplatz stiften. Das wollen wir aber nicht. Finanzstatus hat sich wenig getan. Ja. Alter, ich verzweifle wirklich. Wenn wir 1000 Leute als Besucher kriegen, machen wir mieser. Ja, was soll ich denn machen? Sollen wir runtergehen? Halber Preis. Dass das Stadion mal ein bisschen voller wird. Ich guck mal gerade den Finanzstatus, Buchungsjournal. Wir können uns das nicht leisten. Wir gehen an ein Heimspiel pleite, ohne Witz, ey. Wir haben hier miese gemacht. So, Zuschauereinnahmen waren 2300. Und dann haben wir über die Infrastruktur 1700 wieder gelöhnt. Bleibt Differenz 600. 310 Euro noch für die Stadionsicherheit. Ja, herzlichen Glückwunsch, bleiben noch 300. Also das Stadion geht 0 auf 0 auf, wenn wir die Eintrittspreise verlangen, die wir haben. Können wir sogar einen Top-Zuschlag reinhauen hier gegen Rot-Weiß Essen. Wenn wir ausverkauft sind, nehmen wir 7000 ein. Das ist natürlich Mords. Aber dann sind wir schon mal ausverkauft. Ja. Das Problem ist 1600. Verdienen wir normal. Also hätten wir normal 1600 Zuschauer und so haben wir 1025. Was soll ich sagen?
für 600 Zuschauer mehr auf 50% von Einnahmen verzichten. 600 Zuschauer sind gerade 60, na, das sind... Ich weiß es nicht, ich bin hin und her gerissen, ja. Ob sich die Preisänderungen wirklich lohnen. Hier unten werden ja die Preise angegeben, die man nehmen soll. Und da sagen die sogar 14 Euro für die Sitzplätze. Wenn ich 14 Euro für die Sitzplätze nehme, da haben wir gar keinen Zuschauer mehr. Aber ich müsste es eigentlich machen. Ja, so blöd es anhört, sollen sich auf Stehplätze setzen. Oder stellen. Auf Stehplätze setzen, ja, auf Stehplätze stellen. Eigentlich müsste ich es machen. Eigentlich müsste ich sagen, komm, scheiß drauf, ja. Kommen immer noch 4700 Zuschauer hier. Es schreckt nicht wirklich viele ab. Und die, die dann einen Sitzplatz nehmen, die bringen uns wenigstens Kohle in die Kasse. Trifft hier nur 500 Plätze. Ja, das ist eigentlich die Empfehlung hier von da unten. Ne? Die sagen 3 Euro für Stehplätze. Und Sitzplätze 14 Euro. Vielleicht war das auch der Fehler. Ich war irgendwie, war ich orientiert an den 7 Euro für Sitzplätze von hier unten und habe es dann wahrscheinlich da oben eingestellt. Aber hier heißt es ja, gut gepolstert, kostet mehr. Wir haben 303 Dauerkarten verkauft. Ist ja auch schon mal ein kleiner Erfolg. Oh Mann, oh Mann. Ja, unser Finanzstatus, der macht mir tierisch Sorgen. Der Baumarkt zahlt uns zwar Kohle, aber ich würde am liebsten sagen, hey, können wir noch 3 Euro kriegen? Ein paar Banden wären noch cooler, dein Premium-Sponsor. Komm ey, wir stehen auf Platz 1, Leute. Lokale Wirtschaft, bewegt mal euren Hintern und gibt mal ein bisschen Kohle. Ich würde ja Sponsor anwerben machen, aber wir haben keine 4500 in verschiedenes, weil wir hatten eine Boxweltmeister da. Das regt mich jetzt gerade auf, dass ich den angenommen habe. Wir waren so lange im Plus, bis der blöde Boxweltmeister kam. Ja, vielleicht haben wir ja Glück und irgendwann kommt noch ein Förderer, der uns nochmal 100.000 zusteckt. Oh, wir lernen Französisch, mal zur Abwechslung kein Spanisch. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Der ist wieder gesund. Gibt nicht viel zu tun, ehrlich gesagt. Also ich meine, wir haben Trainingspläne automatisiert. Weil wir jetzt mal eine Zeit lang unser Training hier durchdrücken wollen. Die Jugendspieler waren für uns auch nicht interessant. Schon allein deshalb nicht, weil, ja, was soll ich sagen? Das Problem ist, guckt euch an, jede Menge Jugendspieler, ja, zeigt er uns, die würden unser Profil passen, was wir suchen hier oben. Aber ihr glaubt ihr wirklich, dass irgendwie von Bayern München A-Jugend einer zu uns kommt, um bei uns zu spielen? Im Leben nicht. Wir haben eh keine Budgets. Wir können uns ja nicht mal einen leisten von denen. Achso, ich wollte beim Scouting gucken, ob wir dann noch irgendwie was reisen können. Ich hätte besser die 20.000, die wir jetzt miesermäßig besser genommen hätten, Bolzplatz gestiftet. Hätte ich wahrscheinlich mehr von gehabt. Und die Kids dort auch. Will das nicht mal mehr werden irgendwann demnächst? Ich guck doch mal, ich habe so viel mehr. Normalerweise, die müssten jetzt zum Monatsende, müssten die mal Kassenschutz machen, müssen sagen, ey, Reservebudget, zack, 200.000, kannst du mal frei vergeben hier, 50.000 oder irgendwas. Ich hoffe, da kommt noch was. Ich hoffe, da kommt noch was. So, da haben wir wieder Europa League, nee, Meisterliga. Basel schießt irgendwen weg. Red Bull schießt irgendwen weg. Zagreb. Das ist echt abenteuerlich. Molde. Molde gewinnt auch. Gegen Tallinn.
Ja, also die Vereine mit Logo, die gewinnen meistens. Linfield FC, ja, das war ja, das hat mir irgendjemand mal geschrieben, das war mal ein ganz, 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 ganz toller Verein aus irgendwo aus Irland. Und mittlerweile, ja, fliegen sie raus bei der Champions League. Gab mal andere Zeiten, ja. Ich habe einen Film gesehen, Derby County spielt Champions League und war Meister in England. Derby County. Heute sind sie, glaube ich, Drittligist oder Zweitligist. Ging um den Trainer, den die hatten. Das war hammergeile Story. Ich bin ja so Trainer-Fan. Ich finde ja so Trainersachen cool. So, da haben wir auch einen Verein von Tallinn. Das schlägt sich auch nicht besser. Arnhem 5-0 gegen keine Ahnung wen. Kann ich nicht aussprechen wieder. Lech Posen setzt sich durch. Rosenborg Trondheim setzt sich durch. Ja, also man braucht eigentlich nur gucken, wie ihr was gescheite Logos hat. Das gewinnt meistens. Wenn sie nicht gerade aufeinandertreffen. Da haben wir wieder Eskischir. Gegen die haben wir auch schon gespielt. Als wir beim Grasshoppers Zürich waren, hatten wir uns da, glaube ich, mal Europa League-mäßig ausgetobt, oder? War da irgendwas mit Europa League? Ich weiß es gerade gar nicht. So, da haben wir SK Rapid Wien. Die haben 3-0 gegen Baku gespielt. Und Admira Wacker Mölding. Die haben verloren gegen Ljubljana. Mein Gott, was Namen hier. Ich mach mal ein bisschen schneller, weil es sind verdammt viele. Ich will ja heute auch noch ein bisschen was von meinem Spiel zeigen. Also ich hoffe, diese 3,5 Sekunden, wo das Bild kurz steht, reichen euch, um es zu erkennen. So, weiter geht's. Scouting abgeschlossen. Schön. Von wem? Von Duisburg 2. Ja, schön wäre es, wenn sie Duisburg 2 gescoutet hätten. Haben sie. Sehr schön. Normalerweise ist es nämlich so, wenn ich dann hier raufgehe und gucke dann bei Team, dann kenne ich die Erstligamannschaft. Und wenn ich dann auf die Zweitligamannschaft gehe, dann kenne ich dort keine Sau. Ja. Super, die drei haben sie gescoutet wahrscheinlich gerade eben. Ja. A-Jugend. Hau weg. Ist eh alles nur für die Datenbank. Das, falls wir später Spieler suchen, dass wir sie gescoutet haben. So, haben wir uns wieder erfolgreich bis hier hinter geklickt. Und jetzt sind wir sogar Favoriten im Spiel. Gegen MSV Duisburg 2. Da sind wir doch mal gespannt, wie das Spielchen ausgeht. Und ich glaube, das besprechen wir alles nochmal beim nächsten Mal. Dann nehmen wir jetzt kleine Aufnahmepause. So, Mannschaft, fit wurden die Spieler komischerweise immer noch nicht. Obwohl sie jetzt sogar schon gespielt haben, die müssten langsam mal fit werden. Ich verstehe nicht, warum die nicht fit werden. Müssen wir mal gucken, notfalls machen wir für die eine Trainingsgruppe auf. Ach nee, können wir nicht, wir haben nur zwei. Ja, notfalls machen wir alle mal Fitnesstraining in irgendeiner spielfreien Woche. Keine Ahnung. Ja, ich mache hier mal Sessionende und das Spiel sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, bye bye.